was machen Sie? Ja, wie im Hintergrund sehen könnt, heute machen wir einen Ventilator. Oder vielmehr machen die Blueprint, dass der Ventilator sich bewegt. Ein kleines Extra dabei ist, dass wir den auch im Viewport selbst bearbeiten können, also das Tempo im Viewport anpassen können. Bis jetzt hat man das ja noch nicht gemacht, dass wir unsere Blueprints im Viewport nochmal ein bisschen bearbeiten können. Bis jetzt haben wir das nur in der Blueprint gemacht. Das wird sich ab heute ändern. Wir werden dann nach und nach auch solche Sachen hinzufügen. Ja, und das hat sich jetzt eigentlich ganz gut angeboten, weil die Rotation an sich ist ja ziemlich einfach. Und das gibt es so als kleines Extra obendrauf, dass man einfach das Tempo einfach on the fly für jedes Modell einzeln anpassen kann. Als erstes gehen wir wieder in Blender und schauen uns das Mesh an. Auch hier ist es wichtig, da wir ja wollen, dass sich halt nur die Blätter drehen, dass sich der Rest halt nicht mitdreht. Ergo brauchen wir wieder zwei Meshes. Einmal ja unsere Basis, da wo die Elektronik drin ist, die oben an der Decke hängt, und einmal die Rotorblätter. Das muss getrennt sein. Die müssen sich voneinander bewegen können, dass wenn sich das eine dreht, das andere stillsteht. Was ihr auch hier beachten müsst, dass halt der Nullpunkt von beiden Objekten der gleich ist. Sprich, wenn ihr das importiert, dass ihr das nicht großartig hin und her verschieben müsst, ihr importiert das und es ist an der gleichen Stelle. Deswegen achtet, wo der Nullpunkt ist, dass es auch so beim Export übereinander liegt, wie es eigentlich aussehen sollte. Sonst habt ihr nachher ein bisschen Schwierigkeiten in der Blueprint. So habt ihr es einfacher. Auch hier sei gesagt, ja, es gibt auch immer wieder Ausnahmen, wo man das halt tatsächlich anders macht. Aber für unseren Fall, für den Deckenventilator, den wir halt nicht großartig verschieben wollen, der halt immer sich um Z-Achse dreht, lasst den so. Exportiert den so, dass es halt einfach für euch ist. Beim Importieren von unserem Ventilator müssen wir auch darauf achten, da wir beide Meshes getrennt haben wollen, dass wir Combine Meshes ausschalten. So erhalten wir beide Meshes getrennt. So, jetzt haben wir unser Mesh drin. Ich habe ein bisschen Farbe drauf. Jetzt machen wir unser Blueprint auf. Wir öffnen halt ganz normale Blueprint, Nectar Class und ziehen unsere Meshes, die wir brauchen, in unseren Viewport rein. Und hier können wir direkt nochmal checken, welche Achse wir für die Rotation brauchen. Einfach mal ein bisschen ausprobieren und testen, wenn ihr es nicht wisst. Okay, dann seht ihr hier in dem Fall ist halt die Z-Achse, wie ich halt bereits schon erwähnt habe. Darum dreht sich's, die müssen wir uns merken, die brauchen wir gleich. Wir gehen jetzt in den Event Graph, um weiterzumachen. Jetzt haben wir wieder unsere drei Optionen, die wir von Anfang an immer haben. Die ersten beiden können wir löschen, die brauchen wir nicht. Den Event-Ticker, den brauchen wir, der ist wichtig. Der macht einfach Folgendes, einfach mal ganz stumpf gesagt, er sagt einfach, dass irgendwas passiert. Damit darauf verzichten, Tastbefehle oder sowas zu nehmen, da er sich ja ständig drehen soll, ist das halt die beste Option. Ist einfach ständig, irgendwas passiert und ständig wird er sich drehen. Die erste Note, die wir hinzufügen, ist Add Relative Rotation. Und hier können wir direkt schon aussuchen, für welches Mesh wir die nehmen wollen. In meinem Fall, weil ich die ja so genial benannt habe, ist Ventilator LP1 Flügel. Ihr könnt auf der linken Seite auch nochmal nachchecken, wie ihr eure Meshes benannt habt. Oder halt zur Not in den Viewport gehen, wenn ihr es halt aber nicht mehr wisst oder halt einfach nicht so aufgepasst habt wie ich. Das nächste, das wir brauchen, ist ein Make Rotator. Der gibt einfach an, um welche Achse sich was drehen soll. Und jetzt kommt das Neue, was wir vorher noch nicht hatten. Wir brauchen eine Variable. Die können wir jetzt nicht aber linksklick und suchen. Die müssen wir anders hinzufügen. Auf der linken Seite habt ihr einen Reiter, der nennt sich Variablen oder Variables. Ist ja Englisch. Dort einmal auf das Plus gedrückt. Ihr habt eine neue. In dem Fall einen roten Strich. Das ist ein Boolean. Wir brauchen halt kein Boolean. Wir brauchen ein Float. Einfach nur ganz grob zur Erklärung. Ein Boolean gibt einfach volle Zahlen an. 1, 2, 3, 4, 5. Geht halt immer schrittweise vor. Ein Float hat Kommazahlen. Der geht halt flüssig über. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja keine Stufen. Wir wollen halt einen flüssigen Übergang. Wenn ihr Stufen wollt, könnt ihr natürlich auch einen Boolean nehmen. Aber ich finde einmal Combine und ihr kriegt unten auf der rechten Seite noch eine neue Option. Da könnt ihr eine Zahl eingeben. Da wir ja keinerlei Relation haben, was jetzt schnell und was jetzt langsam ist, könnt ihr jetzt einfach eine Zahl eingeben. Ich nehme einfach mal die 2. Compile, speichern. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an, was uns die 2 jetzt bringt. Okay, das ist doch ein bisschen schnell. Ich gehe nochmal in die Blueprint und tausche die 2 gegen eine 1 aus. Ja, das sieht auch schon mal ein bisschen besser aus. So. So, an und für sich funktioniert ja unser Ventilator jetzt wunderbar. Jeden Ventilator, den wir hintun, hat jetzt genau diese Geschwindigkeit. Falls wir die ändern wollen, gehen wir in die Blueprint und ändern ihn. Das geht halt auch noch besser. Es gibt noch eine Möglichkeit. Mithilfe des Constructing Script haben wir die Möglichkeit, unseren Float halt, mit dessen Hilfe ist es uns möglich, zum Beispiel unseren Rotationsflow im Viewport selbst zu ändern. Der dann halt auch nicht auf jedes Modell übernommen wird, sondern halt immer von dem Modell, in dem wir es ändern. Ist ganz praktisch, wenn man halt mehrere Modelle drin hat, ja, und halt nicht mehrere Blueprints machen will, weil das ist ja auch Verschwendung, weil man halt einfach ein anderes Tempo haben will. So, okay, dann ab zum Constructing Script.
Und hierfür ist es halt besonders wichtig, dass wir unsere Variablen halt vernünftig benennen, dass wir wissen, was gemeint ist. Wir brauchen erstmal ein Set für unser Rotationstempo. Wir können das halt einmal über halt Linksklick und Suchen machen. Oder wie jetzt fürs Get, einfach Drag and Drop. Das funktioniert für beides. Wir brauchen sowohl das Set als auch das Get. Einmal verbinden. Wir müssen an der linken Seite auch einmal das Auge öffnen, sonst kriegen wir es nicht angezeigt. Compile, Save und fertig. So, wenn wir jetzt unseren normalen Editor direkt einfach mal auf unsere Blueprint draufklicken, haben wir direkt schon an der Seite unsere Option für die Rotation angezeigt. Die können wir jetzt halt auch on the fly ändern. Ist jetzt ein bisschen unpraktisch, weil sich die Animation nur abspielt, wenn wir Play drücken. Also drücken wir Play. Auf Shift 1 kriegt ihr eure Maus zurück, drückt aber nicht auf den Viewport, sonst seid ihr wieder drinne. Geht in den World Outliner und sucht da euer Mesh raus. Und dort können wir halt die Geschwindigkeit anpassen. Etwas schneller, etwas mehr schneller oder doch wieder langsamer. Könnt ihr on the fly jetzt einfach einstellen, wie ihr es braucht, bis ihr eure passenden Sachen gestellt habt. Wie gesagt, das könnt ihr jetzt auch so für mehrere Modelle nehmen. Ihr erstellt eine Blueprint für jetzt den Ventilator, macht jetzt mehrere Räume, packt in den einen Raum einen Ventilator, macht ihn langsam, nehmt denselben und ändert dort seine Details etwas schneller. Dann habt ihr einen langsamen und einen schnelleren. Ihr müsst keine zwei Blueprints dafür machen, ihr könnt das so ändern. Ganz praktisch. So. Und das, was wir jetzt gebastelt haben, ist ja natürlich nicht nur für Ventilatoren gedacht. Alles, was sich drehen soll, kann man damit machen. Ich habe jetzt als Beispiel einfach mal so eine ganz, ganz billige Sirene gemacht, nenne ich es jetzt mal. Ja, ich habe einen Cube genommen und ein Spotlight reingesetzt, mit dem ich das gleiche gemacht habe. Ja, der Cube bleibt unbewegt und das Spotlight dreht sich. Sieht an für sich doch ganz lustig aus. Solche Sachen könnt ihr halt mit dem gleichen Skript auch machen. Ich habe einfach Copy-Paste und einfach nur die Meshes ausgetauscht. Ganz einfach. Denkt aber auch dran, dass wenn ihr Meshes austauscht, dass ihr die auch in der Rotation austauschen müsst. Also das Mesh, das halt im Set Relative Rotation steht, das muss ausgetauscht werden. Sonst funktioniert es nicht. Das weiß ja nicht, was es drehen soll. Kommt durcheinander. Und so könnt ihr halt alle Sachen machen, die sich drehen sollen. Da lässt sich das eine oder andere bestimmt machen. Wie gesagt, gerade mit Lichtern ist mal ganz lustig. Lasershows und so weiter. Oder halt Sirenen. Und das war unser Rotationstutorial. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr hattet ein bisschen was gelernt. Und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Auf Wiedersehen, ciao!